Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft mit der lieben Miri, die hier neben mir steht. Hallo. Wolltest du keinen coolen Dab heute wieder machen? Nee. Okay, heute ist keine Dab-Zeit. Ja, heute wollen wir beiden Hübschen in den Nether. Und dafür brauchen wir, glaube ich, erstmal eine Diamantspitzhacke, ne? Ah, du bist noch im Flugmodus. Geht's denn den Gallis? Geht's denn gut? Ich will gerade gucken. Oh, der hat nur noch Hälfte Leben. Ehrlich? Also, Hälfte Hunger, sozusagen. Essen die von dem Fieder oder essen die nicht von dem Fieder? Der andere ist fast voll. Voll Angst, hier durchzulaufen. Weiß nicht, in dem Fieder ist halt immer noch genauso viel wie letztens, oder nicht? 700, also. Aber 32 ist schon eine sehr, sehr krumme Anzahl. Ich glaube nicht, dass man 32 durch... Doch, du hattest doch die ganzen Äpfel und so da reingeschmissen. Ach, bringen die weniger, oder was? Nein, aber dadurch kam halt die krumme Anzahl dazu dann, ne? Ja, das kann natürlich sein. Ich weiß jetzt... Ja, aber dann müsste der andere ja auch am Verhungern sein. Das macht ja keinen Sinn, oder? Nee, der eine hat nur wenig Leben, aber der muss auch irgendwann regenerieren. Der kriegt Schaden! Warum? Der hungert, verhungert! Hast du was zum Handfeeden, Miriam? Oh mein Gott. Nein. Er stirbt, wir brauchen schnell Essen. Er stirbt. Die sterben beide, die kriegen beide Damage. Er kriegt Damage. Wir brauchen Feed. Ja, aber nicht wegen dem Hunger. Doch, ich fütter den gerade. Dann kriegt er auch wieder Leben dazu. Komm her. Sicher, dass das nicht wegen dem Hunger ist? Komm her. Ich wusste gar nicht, dass Gallis Fleisch fressen. Ey, kannst du jetzt mal stillhalten, meine Güte. Reite mal auf den bitte, damit er stillhält. Vielleicht kann ich den dann besser füttern oder so. Ich habe keine Peitsche bei. Wie soll ich, Oh, ich auch nicht reiten. Ich auch nicht. Ja, aber dann scheint ja irgendwas nicht zu funktionieren hier. Hast du das Buch bei? Nein. Kannst du das mal eben holen? Buch und Peitsche? Okay, die Miri ist wieder da, hat beides geholt. Ich habe gerade beobachtet, da draußen war ein Schaf, das hat Miri schon getötet. Das hat vorhin die Tür hier geöffnet, weil da diese Druckplatten ja sind. Vielleicht sollten wir die noch gegen den Knopf austauschen. Aber jetzt erstmal müssen wir gucken, was mit unseren Gallis ist. Bei beiden steht Hunger 98 von 100. War das die ganze Zeit schon so? Weiß ich nicht. Also ich habe die halt jetzt gerade gefüttert, ne? Wir hätten halt vorher mal gucken sollen. Ich würde fast sagen, wir... Ja, die sind jetzt ja voll, ne? Ja. Wollen wir mal jetzt in den Nether gehen und danach mal gucken, ob das ein bisschen runtergegangen ist hier. Das ist jetzt bei 732. Ja, erstmal mache ich uns hier Diamantspitzhacken. So, ich habe uns jetzt zwei gemacht. Okay, der muss auf die andere Seite. Das ist verwirrend, wenn der links ist. Dahin. Da. Ja, Knopf ist, glaube ich, besser, weil wenn hier irgendwelche Tiere oder so rüberlaufen, ist halt doof. Ja, wir behalten die Zahl im Kopf, 732. Die Frage ist jetzt, wo gehen wir in den Nether? Nether, in der Höhle. Weil wir müssen jetzt ja Lava finden für Obsidian. Einmal Wasser habe ich schon, tatsächlich. Was meinst du, wo gehen wir rein? Wollen wir da hinten die Höhle erkunden bei unserem Haus? Miri? Bei dem alten Haus, meinst du? Nee, bei dem neuen Haus. Da sind doch ganz viele Höhlen unten drunter. Boah! So. Was hast du denn hier Geiles gebaut draus? Holy shit! Wo bist du? Bei deinem Haus! Junge, wie gut das aussieht! Ich fliege hier! Ach so. Ey, das sieht ja übel gut aus. Das ist richtig nice. Ich muss mal eben kämpfen hier. Mhm. Du kleine Ratte, du. Also da könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Ich finde den Baustil ja ultra geil. Also sieht richtig cool aus. Soll ich mal eben Weather Clear machen? Oder ist das zu viel Mann, Cheat? Oh Mann, ich bin... Nee, ne? Bin jetzt gerade hier irgendwo gelandet, wo ich nicht sollte. Mal eben ohne Regen sehen, das Haus. Boah, das sieht ja ultra gut aus, das Haus. Also da hast du dich ja selbst übertroffen, Miri. Ich gehe mal eben kurz rein. Machen wir mal eben wieder den normalen Game Mode an. Und der Mond scheint durch. Oh, wie schön das aussieht. Na, erkunden das Haus mal eben. Ach, sogar ein Keller. Geht's nach oben. Hier schlafen Miri und ich. Und hier so ein richtig schön Ausguck mit dem Mond. Fällt mir sehr gut. Hier kommen wahrscheinlich auch noch irgendwelche Stühle oder so für uns hin, ne? Mhm.
So, dann gehen wir mal nochmal runter. Ich habe von euch noch einen Balkon, ne? Wo? Kleinerer. Auf der anderen Seite? Ja. Ach, da habe ich gar nicht gesehen. Weil von hier könnte man dann den Park sehen. Stimmt. Mega cool. Eieiei, da warst du aber fleißig ohne mich. Nicht schlecht. Hier kommt man hinten raus einfach nur, ne? Ah, hier ist die Terrasse. Die habe ich gesehen. Sehr, sehr schön. Kann man sich hier eigentlich draufsetzen auf die Dinger? Oh, kann man sogar. Cool. Hallo. Wie man sich einfach drehen kann. 360 Grad. Ja, das also ist ja ich wollte hier noch einen Garten geworden. Und so machen mit Pflanzen und so, aber das weit war ich noch nicht. Ach, das ist ja auch ein Pool für uns. Ach komm, leg dich mit mir in den Pool. Und hier ist irgendwo Lava. Das hört man nämlich ist doch gut. Lass uns zu der Lava. Wir brauchen noch Lava. Ja. Perfekt. Okay, was habe ich noch nicht gesehen? Den Keller habe ich noch nicht gesehen. Warum ist die Truhe da offen? Das war verbuggt? Ja, das war verbuggt. Okay, das ist so ein kleiner Lagerraum, oder was? Und hier sind die Werkbänke, nice. Sehr schön. Hier ist alles, was Fossils angeht. Ach so, hier können wir die ganzen Fossilien so verwandeln. Also ist das so ein kleiner... Irgendwer hatte nämlich mal in die Kommentare geschrieben, wir sollen hier diese Sachen besser in einen anderen Raum machen, weil das wohl explodieren kann. Die Fossils-Sachen. Ob das jetzt stimmt oder nicht? Ja. Warte mal, wo in den Analyzer kommt man den ganzen Kram hier packen, ne? Weil ich habe hier noch einige Sachen im Inventar. gibt es denn auch so eine Mülltruhe, wo ich mal eben meinen Müll loswerde? Gibt es sowas? Ja, hier, die ist noch nicht belegt. Das ist jetzt meine Mülltruhe. Tut mir leid, aber du weißt, dass ich sowas brauche. Kein Problem, ich sortiere das dann. Ja, sehr gut. Das wollte ich hören. So, wollen wir mal eben gucken, ob wir die Lava hier finden. Das wäre ja ideal. Aber das Haus ist nicht wirklich schön geworden. Paar Sachen mitnehmen. Was hast denn du da? Ich habe eigentlich alles, was wir brauchen. Vielleicht ein paar Fackeln. Also ich würde mir auf jeden Fall noch eine normale Spitzhacke mitnehmen. Habe ich? Essen brauche ich noch. Dann... Haben wir noch Food? Weißt du, was übrigens mega viele Leute auch in die Kommentare geschrieben haben? Nee, was denn? Ist mir so noch gar nicht aufgefallen, aber die meinten, du sollst endlich mal anfangen zu sprinten, weil das würdest du irgendwie nie machen. Echt? Ja, du läufst immer so ganz normal. Ich bin halt ein gechillter Dude. So, lass mal gucken, ob wir die Lava hier finden. Das wäre nämlich ideal. Ja, das ist links hier, ne? Der Eingang ist doch gerade hier im Pool. Achso, ich dachte, wir buddeln uns jetzt einfach runter. Bevor wir da reinfallen, du wolltest doch eh Höhlen erkunden. Ja, wir brauchen halt Lava, damit wir Obsidian kriegen, damit wir Nether können. Sollten uns jetzt auch nicht zu lange aufhalten, weil sonst schaffen wir es in dieser Folge nicht mehr den Nether. Hier ist noch Eisen und so. Zum Abbauen. Und du warst hier ja sogar schon ein bisschen drin, das ist sehr cool. Fossile. Fossile sollten wir auch immer mitnehmen, ne? Wegen mehr Dinos und so. Mhm. Ja, die Höhle scheint ja nicht so krass zu sein. Die hast du ja schon komplett ausgeleuchtet. Das war's? Ich weiß nicht, ob ich das war. Doch, das war ich. Wer denn sonst? Ich war hier nicht. Ja, aber dann würde ich fast sagen, dass wir jetzt mal da beim Pool einfach runterbuddeln oder beim Haus. Da, wo das Lavageräusch ist. Dann geht's jetzt ab nach unten zur Lava. Juhu. Leuchtet mal ein bisschen aus. Wir müssen echt aufpassen, weil hier sind super viele Viecher um uns herum. Wir müssen halt hier noch die ganzen Wiesen und so... Oh, da ist irgendwas... Perfekt! Nice! Okay, geh mal weg. Nicht, dass du runterfällst. Obsidian für uns. Sehr, sehr schön. Zack, kannst ruhig runterkommen. Wir müssen jetzt nur aufpassen. Du darfst, wenn du jetzt abbaust unter dir. Obwohl, das kann ja nur ich. Der Spitzhacke. Ja, ich habe zwei, ne? Ja, dann mach auch. Aber bau nicht unter dir ab. Nicht, dass da noch Lava drunter ist. Man weiß ja nicht, wie tief die Lava war. Ja, aber das Ding fällt doch auch in die Lava. Ja. Jetzt müssen wir halt nochmal Wasser rübergießen. Könnten auch im Wasser arbeiten, so. Also direkt daneben. Wenn du jetzt den direkt daneben abbaust, dann sollte das klappen. Ist ganz schön dunkel hier. Ist jetzt geklappt? Ich habe Obsidian bekommen. Und du? Der schwimmt jetzt da, der Block. Also es klappt so. Ja, auch ein. Wie viele brauchen wir?
Eins, zwei, drei, vier. Neun, oder? Und dann nochmal sechs. 10 Stück. So, wir haben das Ganze abgebaut, gehen jetzt wieder hoch und suchen jetzt einen Ort. Oh, die Sonne geht auf, wie schön. Du hast jetzt auch den Shader aktiviert, ne? Siehst du das jetzt auch? Ja. Cool, ne? Ja, wir suchen uns jetzt einen Ort, wo wir das Ganze aufbauen, weil wir hatten ja eigentlich schon einen Ort rausgesucht, aber der ist echt doof, weil der ziemlich weit unten ist, meinte Miri. Eigentlich wäre es ja cool, im Haus, im Keller noch eine Etage runterzugehen und das da zu machen. Was hältst du davon? Ja, könnte man machen. Wäre vielleicht sinnvoll. Könnte ja noch einen anderen Raum machen. Ja, ich würde aber sogar noch eine Dings tiefer gehen, damit man das oben im Haus nicht so hört, das Portal, weil das halt Geräusche macht. Also deswegen nochmal. Das ist gar nicht schlimm. Aber können wir machen. Also ich würde jetzt sagen, noch irgendwie so eine Falltür oder so da hinbauen. Gibt es nicht sowas auch? Und eine Leiter dann einfach? Weil ich meine, in Nether geht man jetzt nicht so häufig, dass man da unbedingt. Ja, ne? Du kannst ja mal eben buddeln. Ich guck mal eben, was wir in Fossilien rausbekommen haben. Konfuziosornis. Okay. Keine Ahnung, was das ist. Klingt aber interessant. Sand rausbekommen. Hier. Ich finde das ja immer spannend hier, ne? Mit den Fossilien. Hast du eine Axt? Ja, natürlich. Ja, hier ist nämlich nirgendwo mehr eine. Ja, dann bauen wir. So, Miri hat jetzt erstmal provisorisch hier einen Raum ausgehoben. Der sollte groß genug sein. Und ja, ist sogar Tageslicht drin. Finde ich, ist ein bisschen Luxus. Nicht schlecht. Ich platziere gleich mal das Tor. Wo soll ich das denn jetzt hin platzieren? Weil der Raum ist halt ungerade so. Siehst du das? Das ist aber auch nicht breit genug, ne? Doch, das passt. Du machst ja so. Und dann brauchen wir eben andere Blöcke, sonst habe ich hier Obsidian. Ach, jetzt habe ich den trotzdem gewählt. Ich bin ein Idiot. Alles klar, jetzt regnet's. So, das wäre das Tor. Obsidian-Tor. Bau den mal wieder ab, damit es schön ist. Oder soll ich das nicht mal vollständig machen? Ja, aber so würde es schon reichen, rein theoretisch. Aber ich habe noch genug Obsidian, also können wir es auch vollständig machen. Das wäre jetzt so das Minimum gerade gewesen. Jetzt können wir den Nether. Jetzt sollten wir mal eben alle Sachen ablegen, die wir brauchen, nicht brauchen. Und alle wichtigen Sachen mitnehmen. Und dann, ja, wir legen alle Sachen ab, die wir brauchen. Das wäre auch mal ein Ausflug, oder? Ohne Rüstung und so. Aber gut, dann sehen wir uns gleich im Nether. Wir gehen jetzt in den Nether. Ich bin sehr gespannt. Wir waren sogar smart und haben Kessel mitgenommen und Eimer Wasser. Weil ich schon mal gesehen habe, dass man sich damit löschen kann, wenn man brennt. Aber ob das so klappen wird, das weiß ich nicht. In der Theorie klappt's, in der Praxis kein Plan. Bin ich jetzt schon drin im Nether? Nee, hä? Du musst drin stehen bleiben. Dauert das so lange? Ja. Kann jetzt ein bisschen dauern, weil die World jetzt erstmal geladen wird, ne? Okay. Ich stehe mega lange jetzt schon drin, ne? Aber oh, du bist Gott. Jetzt im Nether, oder? Oh, ich jetzt auch. Ja. Okay, Slate. Oha. Direkt mittendrin, ey. Normalerweise muss man sich erst irgendwo hinbauen. Ja, die Schweinemänner, oder wie die heißen, nicht schlagen, ne? Das weiß ich. Okay. Eieiei. Okay. Hast du Fackeln mit? Oder wir sollten irgendwas nehmen, um zu markieren, wo wir hin müssen. Am besten immer so eine Säule bauen. Was müssen wir denn überhaupt jetzt abbauen? Warum sind wir hier? Wie viel Stein hast du denn mit? Ich habe genug Stein mit, ein Stack. Ja, dann kannst du mit Stein Weg markieren. Ja. Kobalterz, was ist das denn? Wieso kann ich das nicht abbauen? Also, das ist von Tinkers Construct. Kannst du das vielleicht mit den Tinker? Die hast du nicht dabei, ne? Es geht nicht. Es geht kaputt. Lass es mal lieber liegen. Oder das Schwert mit, aber. Von Tinkers? Probier's mal mit dem Schwert. Vielleicht geht das ja. Nee, geht gar nicht. Nee. Ich werd nicht mal angehackt. Okay, sollen wir hier rechts lang oder links? Da ist schon mal Quarz hier oben. Wir sind ja eigentlich wegen Quarz und Glowstone hier, oder nicht? Wo ist denn? Ich sehe das nicht. Da oben, in weiß. Sieht man nicht ganz so gut mit dem Texture Pack.
Oh. Oh. Aber wir haben jetzt. Das erkennt man ja mal so gar nicht. Boah, es geht. Ich hab's erkannt. Nee. Oh, hier ist sogar mega viel Quarz. Das ist ultra gut. Wir sollten mal gucken, ob wir uns vielleicht nicht mal eine Lackspitzhacke machen, ne? Und dann kriegt man mehr raus bei solchen Sachen. Das ist immer sehr, sehr nice. Aber hier sind auch Fossile? Ja, was war denn das jetzt? Seelensand. Ach, lol. Okay, der hat auch eine schlechte Textur, dieser Seelensand. Bull's Hand. Das ist doch der, wo man langsam drauf läuft, ne? Das weiß ich leider nicht. Okay. So, hast du schon irgendwo Glowstone gesehen? Nee. Die hängen meistens an der Decke. Und also das hier? Weit von entfernt. Das hier ist auch Tinkerskram. Das kann man bestimmt auch nicht abbauen, oder? Mhm. Aditerz. Ich probier's mal. Ne, kommt nichts raus. Gott, ich habe Angst vor diesen Ghasts. Wir haben auch nicht immer einen Bogen, ne? Kannst du bitte Steine stellen, wenn wir jetzt, Ja, natürlich. Und am besten eine Fackel dranhauen an den Stein. Ja. Okay. Da oben ist Glowstone. Ich will nicht in die Lava fallen. Oh, hier ist ganz viel Glowstone. Perfekt. Du bist ja entlang gelaufen. Einfach weiter hier geradeaus. Warte, siehst du meinen Namen nicht? Hier, hinter dir. Hallo. Links? Rechts? Ach, so. Da! Nee, dein Name ist ausgegraut. Okay. Denk mal, wir haben sogar schon gleich fast genug. Weißt du, wie viel Quarz hast du? Ich habe 19. 26. Schon mal nicht schlecht. Aber pass auf, dass wir hier nicht runterplumpsen. Glowstone. Aber da kriegt man ja gar keinen Glowstone raus. Was ist denn das? Nee. Glowstone Staub. Kann man daraus die Blöcke machen? Ja. Da gibt es aber auch eine Verzauberung für, ne? Dass du Blöcke ganz abbauen kannst. Ach ja, stimmt. Ja, wir sollten vielleicht echt mal so ein Enchantment Table machen für uns. Demnächst. Damit wir. Weil ich habe fast 30 Level. Wie viele Level hast du? 16. Nicht viel. Ja, immerhin. Glowstone haben wir. Es ist wirklich dunkel hier drin, oder? Ja, ist es. Glowstone. Okay, 4 Staub braucht man für einen Block. Das heißt, man kriegt aus 64, logischerweise. Mathe. Oh mein Gott. Pass auf. Oh. Ich habe gerade rechtzeitig STRG gedrückt, ey. Ja, man kann ja sneaken, dann fällt man nicht runter, ne? Du hast den Weg mit Steinen nicht markiert, ne? Ich weiß den Weg noch zurück. Kannst du mir die bitte geben? Ja, aber ich will jetzt nicht hier bleiben. Ich wollte hier nur die Sachen abbauen. Ich will nur nicht so zu viele Steindinger setzen. Ja, aber wir haben noch nicht annähernd genug. Ja, ich weiß. Aber hier gehen wir jetzt ja nicht wieder hin. Warum sollen wir hier einen Block setzen? Wir gehen jetzt hier wieder zurück, würde ich sagen. Ja. Weil da hinten ist... Oh, da ist ein Ender. So. Wie ein Ender? Ja, vor dir. Hinter dir. Was siehst du denn nicht? Ach, da ein Enderman. Oh mein Gott, oh ja. Nicht in die Augen gucken. Lala, ich kenne dich nicht. Ich würde sagen, wir gehen in die andere Richtung, weil das irgendwie ein bisschen nicht so viel Lava. Also irgendwie traue ich mir nicht hier zu binden, wenn ich ehrlich bin. Da ist noch Quarz ganz viel, wo wir da hochgehen. Hallo, du kleiner Schweinemann. Wo da hoch? Hier, hinten hoch. Ist nämlich ganz viel Quarz. Kannst du hier mal einen Stein zwischen machen, bitte? Cool. Nicht, dass wir da gleich... Bei deinem Loch? Einfallen. Ja. Das habe ich nicht gesehen. Stell dir mal vor, ich werde jetzt runtergeplumpst. Oh, die machen auch ekelhafte Geräusche, ne? Eieiei. Gib mir mehr Quarz. Ich wäre übrigens dafür, dass wir nicht Glowstone als Lichtquelle benutzen, sondern mit Glowstone kannst du mit der Most Creatures Mod gute, schöne Lampen machen. Oh, echt? So richtig, das ist voll viel Slow Center oben, cool. So richtig optisch cool aussehende Lampen, oder was? Ja. Mega nice, müssen wir uns mal nachher angucken.
Okay, ist man wirklich sehr langsam drauf auf dem Soul's Hand. Ich glaube, den braucht man auch nur, um diese... Oh, wie heißen die denn? Diese Nether-Warzen oder sowas heißen die, glaube ich, anzupflanzen, oder nicht? Die braucht man, glaube ich, wiederum für irgendwelche Tränke. Weiß gar nicht, ob das für uns so interessant ist. Wobei so ein Fire-Resistance-Trank, wenn wir in Nether gehen, wäre schon nicht schlecht, ne? Ich weiß nicht, ob wir jetzt nicht schon genug haben, ganz ehrlich. Ich habe schon über 64 Quarz. Ja, jetzt kommt ein Ghost, lass uns abhauen. Lass uns gehen, wir haben genug gefarmt. Glowstone, wie viel hast du? Ich habe über einen Stack. Ja, ich habe auch 64 und 6. Okay, chillig, dann haben wir genug. Weil, gegen so ein Ghast heißen die, glaube ich, können wir nicht viel machen, weil wir nicht mal einen Bogen dabei. Wir sollten uns unbedingt mal einen Bogen machen, ne? Wenn wir home sind. Das ist ziemlich dumm, dass wir noch keinen haben. Nach 100 Millionen Jahren Minecraft spielen. Gib mir das Quarz und dann verschwinden wir hier. Okay, der Ausflug war jetzt ja gar nicht mal so schlimm. Das ging ja voll. Nicht schlecht. Sollen wir nochmal so einen Schweinemann schlagen? Nee, lieber nicht. Boah, da steht wieder der Ender. Ja, bloß nicht angucken. Der guckt schon zu uns, ey. Oh, der will, dass ich ihn angucke. Ich will noch den Boden gucken. Ich glaube, du darfst nämlich mit dem Fadenkreuz in die Augen schauen, ne? Ja. Boah, wie lange das trotzdem dauert. Der war ja gerade ziemlich nah bei uns. Ja, das stimmt. So, wir haben den Trip überlebt. Nicht schlecht. Das hätte ich ja nicht gedacht. Draußen gießt es. Auch gar nicht so gefährlich jetzt, ne? Bin voll klar. Wie macht man denn jetzt so einen Block? Da, so. Interessant. Wie viel Quarz hast du? 75. 75. Herstell mal. Oder wollen wir da schon überall Blöcke draus herstellen? Ja, warum nicht, ne? Ich habe jetzt 20 Blöcke davon. Bin mal gespannt, wie die aussehen. Wow. Was ist denn, wenn ich so einen Quarzblock abbaue? Geht der dann kaputt? Nee, den kannst du, glaube ich, wieder abbauen. Oh ja. Okay, aber der sieht auf jeden Fall besser aus als die Wolle, weil der sieht ein bisschen so marmormäßig aus, finde ich. Ganz bisschen. Ganz cool aus. Würde ich mal sagen, gehen wir mal kurz raus und bringen den beim Gehege an. Und habt ihr gefressen, ihr Süßen? Die haben nicht gefressen, Miri. Ja, weiß ich. Ja, was machen wir denn jetzt? Irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas stimmt mit dem Fieder nicht. Also entweder wir fragen die Zuschauer jetzt in den Kommentaren danach, oder wir finden das jetzt heraus in dieser Folge. Was ist dir lieber, Miri? Die Zuschauer. Okay, Leute, schreibt's mal in die Kommentare, woran das liegt, dass die Gallis nicht fressen, weil wir wissen es nicht. Und wir brauchen dringend eure Hilfe. Und nach dieser Folge haben wir nämlich erstmal eine Pause, weil dann erstmal die Hochzeit von meiner Schwester und sowas ansteht. Da kommt Miri auch für nach Oldenburg. Und ja. Ja. Deswegen werden wir erstmal nicht aufnehmen können. Aber für euch kommen die Folgen natürlich immer noch regelmäßig, weil wir produzieren jetzt gerade vor so ein bisschen. Gib mir die Wolle. Wo baut man eigentlich Wolle am schnellsten? Ich habe keine Ahnung. Hallo, Wolle. Ach, die kann nicht hoch. Okay. Okay. Quarz. Okay, Quarz sieht auf jeden Fall cooler aus als Wolle. I like it. Also das ist jetzt wo unser Gehege. Entschuldigung. Wo kriegt man Beton her? Beton. Ja. Kannst du das nicht mal irgendwie eingeben? Beton. Weißer Beton. Gute Frage. Stellst du am besten auch an die Zuschauer die Frage. Also Leute, wo kriegt man Beton her? Schreibt es in die Kommentare. Wir können ja heute viele Fragen stellen, weil wir werden ja die alle lesen können vor der nächsten Folge. Denke ich mal, ne? Ich wäre jetzt gerne verschwenderisch hier mit Quarz. Aber wir können ja auch Stein eigentlich nehmen. Ich glaube, das macht sogar mehr Sinn. Haben wir noch gebratenen Stein? Ja. Ich gehe jetzt nach Hause, weil wir werden jetzt den nächsten Dino aussuchen, den wir in unseren Park willkommen heißen dürfen.
Und Miri hat sich schon, glaube ich, wen rausgesucht, oder? Ja. Was haben wir denn für Dinos? Ach, da unten Galli. Die mal sortiert. Confucionoris, Tyrannosaurus, Brachiosaurus, Leopleurodon, Compsognathus. Ich kenne die alle überhaupt nicht. Nautilus-DNA. Das ist dieses Ding, das habe ich schon gegoogelt. Cool. Und wir haben natürlich noch unser Tyrannosaurus-Egg, das packe ich auch mal hier hin. Und ich rate jetzt mal, welches Miri haben will. Das ist ja nicht schwer. Ihren Lieblingssaurier. Den Brachio, denke ich mal, oder? Ja. Ja, da haben wir sogar zwei von, das ist perfekt. Ich würde sagen, wir machen mal eben so ein, nennt man das, vorläufiges Gehege und brüten wir dann was ist denn los? Und brüten die dann da aus, würde ich sagen, oder? Jetzt schon. Ja, warum denn nicht? Die müssen doch auch noch wachsen. Das können wir nicht machen. Wir können keine vorläufigen Gehege machen. Ja, stimmt. Die dann da, weil der Brachio weiß ich nicht, ob man den reiten kann, ne? Ist recht. Man kann den reiten, aber trotzdem, die werden riesig, glaub mir das. Also müssen wir erstmal ein Gehege jetzt abstecken. Was hältst du davon, wenn wir das noch machen? Erstmal gucken, wo das hin soll. Ja, gucken, wo das hin soll und wie groß das werden soll. Einfach erstmal schon mal vier sozusagen kleine Steindinger setzen. Das wäre vielleicht eine Maßnahme, oder nicht? Aber wenn wir wirklich den Brachio als nächstes machen, das ist natürlich krass. Und wir müssen auch überlegen, genau, wir gehen mal in den anderen Mode. Also, weißt du, was ich cool finden würde? Was denn? Hier in Verbindung auch mit dem Wasser. Weil das Gehege muss groß sein. Ja, wirklich. Ich finde ja dieses kleine Wasserbecken schon sehr cool dafür geeignet. Ja, deswegen ja. Sieht nice aus. Dass man vielleicht von... Vielleicht sollten wir erstmal den Weg weiterführen, oder? Wo der lang geht? Ja. So. Aber dann halt die Fläche hier noch. Tatsächlich. Ja, wollen wir das mal abstecken? Wir müssen ja vielleicht auch mal... schräg bauen kann man bei Minecraft nicht, oder? Ich glaube, das geht nicht. Nee, schräg kann man nicht bauen. Zumindest nicht gut. Also ich... Hier müsste praktisch schon... Hier, ich gebe dir mal ein paar Steine. Kannst du mal anfangen. Abstecken. Steck das mal mit ein paar Säulen ab, sozusagen. Okay, also hier kommt man dann lang. Und dann könnte man ja hier sogar schon eine Gabelung machen, nach rechts zum Beispiel. Weil ich würde auch gerne hier, wo du mal gestorben bist, würde ich auch gerne irgendwas Cooles machen. Hier meine machen. Ich, dass hier schon die... meine Güte, wie heißt das jetzt? Das Glas da anfängt, weißt du? Ach hier, so, okay. Ja, du kannst ja mal die... Und wir können ja so eine coole L-Form machen, was hältst du denn davon? Also wenn wir hier... Und bis hier. Hier so das Glas richtig lang gehen lassen. Achso, willst du es einfach so gerade gehen lassen? Ich hätte gedacht, dass wir mal eine L-Form machen oder so ein Gehege. Also, dass man hier noch ein Stück weiter geht. So. Ach, shit. So, und dann hier um die Ecke geht und noch ein Stück ein bisschen weiter nach links. Wieso denn da? Da baust du doch mitten in den Weg. Nee, du kannst den Weg ja hier lang führen. Du könntest ja hier entlang gehen, dann den Weg hier. Dann hier so eine kleine L-Form. Warte. Bis hier irgendwo und dann hier wieder weiter und dann ganz normal. Damit das nicht so langweilige Gehegeform ist, weißt du? Und dann könntest du meinetwegen bis hier gehen. Also ich mache jetzt mal nur die Eckpfosten. Hier so. Und dann wieder bis hier unten irgendwo an Strand. Hier. Und dann wieder bis hier zurück. Weißt du, was ich meine? Ja. Dass man sozusagen hier das Gehege hat. Und dann kann man diese ganze Fläche mit Glas machen. Aber für die Brachios brauchen wir, denke ich mal, so viel Platz. Aber das ist doch interessant. Also ich finde die Form cool. Gut, dann haben wir den nächsten Plan. Und ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge bei Minecraft. Die Sonne geht gerade unter. Komm, wir fliegen nochmal ganz schnell in unser Bettchen. Oh, wie schön das ist. Hier geht die Sonne unter. Hier geht die Sonne auf. Ist ja ein Traum hier. Hier geht die Sonne auf vor allem. Hier geht der Mond auf. Und der scheint auch. Voll unrealistisch. Der Mond scheint eigentlich nur, weil die Sonne ihn anstrahlt, oder nicht? Ah, nee, tut sie jetzt ja sogar, ne? Ach, keine Ahnung. Wo bleibst denn du? Komm ins Bett. Moment, ich steck gerade noch ab. Ach, du steckst gerade noch weiter ab. Gut. So. Ab ins Bett, komm. Husch, husch. Schön sprinten, ne? Ja, ganz ruhig.
Ich bin ein chilliger Dude, weißt du doch. Willst du mit Stein in der Hand und Rüstung schlafen? Ja, gute Nacht. Gute Nacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich selber ein Like freuen. Und der Kanal von Miri ist in der Videobeschreibung. Uns wird das letzte Wort. Gute Nacht. Nee, ich hatte letztes Mal schon das letzte Wort. Jetzt bist du dran.